Befindest du dich gerade in einer schwierigen Phase in deinem Leben? Einer Wüstenphase? Einer Phase, in der es schwierig ist, trocken, dürre, problematisch? Weißt du, die Bibel ist voll von Berichten von Menschen, die in die Wüste geführt worden sind, die Wüstenphasen erlebt haben, die durch Wüstenzeiten hindurchgehen mussten. Denk beispielsweise mal an Abraham, an Jakob, ganz besonders natürlich dann an Mose, aber auch Elia oder Johannes den Täufer, der als Stimme eines Rufers in der Wüste sein ganzes Leben in der Wüste verbrachte. Und natürlich an Jesus. Jesus wurde, nachdem er im Jordan getauft worden ist, in die Wüste getrieben. Und zwar nicht vom Feind, der ihm jetzt einfach mal eine schlechte Zeit zumuten wollte, auch nicht, weil er selber das als gut empfunden hat und auch nicht, weil irgendwelche Menschen ihn dazu getrieben haben, sondern wir lesen in der Schrift in Matthäus 4, dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt. Und genauso in Lukas 4, dort heißt es, Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt. 40 Tage war Jesus in der Wüste, weil der Heilige Geist ihn dort hineingetrieben hatte. Der Heilige Geist war derjenige, der ihn dort in die Wüste führte. Natürlich kam der Feind dann, der Teufel, und hat ihn versucht und hat ihn bedrängt. Aber der Initiator dieser Wüstenphase war niemand anderes als der Heilige Geist, als Gott selbst. Und das ist interessant. Vielleicht ist die Phase, in der du lebst, auch eine Phase, die von Gott initiiert ist und wo er möchte, dass du weiterkommst. Weißt du, die Wüste ist eine Zeit der Einsamkeit, des Zurückgenommenseins. Eine Zeit der Begegnung mit Gott. Eine Zeit der Ausrüstung, des Trainings, der Bewährung, der Erprobung. Eine Zeit, wo Gott uns begegnet und wo er uns Vision für unser Leben geben kann. Schau einmal in Mose nach. Die Zeit des Volkes in der Wüste am Sinai war ganz entscheidend. Es war eine Begegnungszeit mit Gott, eine Trainingszeit, eine Zeit, wo das ganze Volk ausgerüstet worden ist, wo es Offenbarung und Erkenntnis vom Willen Gottes bekommen hat. Die Gebote. Es war eine unglaublich wichtige Zeit und es war eine Zeit, die das Volk gar nicht missen konnte. Vielleicht ist die Zeit, die in deinem Leben momentan läuft, ähnlich. Denn wenn wir im Lukas-Evangelium weiterlesen, finden wir eine erstaunliche Aussage. Da heißt es im Vers 14, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend. Der Heilige Geist war es, der ihn in die Wüste hinaustrieb. Und als er dort wieder herauskam, kam er in der Kraft des Geistes heraus. Und sein Dienst ging los. Verstehst du das Prinzip? Die schwierige Phase in unserem Leben dient dazu, dass wir Gott begegnen, neue Visionen bekommen, erprobt werden, bewährt werden und dann neu durchstarten können, mit neuer Kraft, mit der Kraft des Geistes. Im Alten Testament, im Psalm 84, finden wir die gleiche Situation mit anderen Worten beschrieben. Dort schreibt David über das Tränental: Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft, sie erscheinen vor Gott in Zion. Das Tränental ist eine Wüstenzeit, eine Zeit der Dürre, des Schmerzes, der Tränen. Und genau diese Zeit, dieses Tal ist der Ort, wo die Quellen sind, wo die Segnungen sind und wo sie von Kraft zu Kraft gehen, wo sie Kraft empfangen. Und das wünsche ich dir, wenn du momentan durch ein Tränental gehst, wenn du durch eine Wüstenzeit gehst, wenn du in schwierigen Umständen steckst, dass du dich davon nicht überwältigen lässt, dass du nicht dort dich niederhockst und in dem Tränental oder in der Wüste bleibst, sondern dass du weitergehst und sagst, mit meinem Gott werde ich hier rauskommen und ich werde besser herauskommen, als ich hineingekommen bin. Ich werde mit der Kraft des Geistes herauskommen und Gott wird mir neue Visionen geben, ich werde ihm neu begegnen und ich werde in was Neues hineinkommen. Die Wüste kann zu einem gewaltigen Segen in deinem Leben werden. Und das wünsche ich dir. Und ich bin gewiss, Gott hat mehr für dich.